Willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Es ist Montag. Ja, ich war schon arbeiten und war dann mal eben ganz kurz im Supermarkt. Ich habe mir ein belegtes Brötchen gekauft und wollte jetzt mal eben schnell ein Brötchen essen, mir eine Tasse Kaffee machen. Es ist die erste Tasse Kaffee am Morgen um 14 Uhr nachmittags. Jawohl. Ja, die Nacht war sehr turbulent. Ich konnte auch nicht wirklich schlafen. Ich war auch viel zu früh wach. Und ich habe mir übrigens einen Wecker falsch gestellt, ne? Also nur, falls ihr euch fragt, ob ich einen Wecker überhaupt gehört habe, nachdem ich so müde war. Nein, habe ich nicht. Ich habe mein Handy gehört. Dann habe ich noch ein zweites Mal mein Handy gehört und habe mir den Wecker auf 5:45 gestellt. Ja, da hätte ich verschlafen. Aber gut, mir ist der Fehler frühzeitig aufgefallen, weil ich konnte nämlich nicht schlafen, obwohl ich total müde war. Also bin ich aufgestanden. Und dann hat der Wecker immer noch nicht gestellt. Aber mir fiel es dann hinterher auf und habe ihn kontrolliert, bevor ich zur Arbeit bin. Natürlich geht die Autotür nicht auf. Ja, was habe ich gemacht? Musste erstmal Eis kratzen. Ja. Und musste dann gucken, dass die Autotür aufgeht. Aber ich bin pünktlich gekommen, weil ich habe mir nämlich den Wecker, also den Handywecker, habe ich mir nämlich frühzeitig gestellt. Ja, eine Viertelstunde vorher, damit ich eine Viertelstunde früher aufstehen kann, was schon mal gut ist. Ja. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren. Ja. Auf der Arbeit kriege ich natürlich so eine schöne E-Mail, ne? Ich darf euch leider nicht sagen, was in dieser E-Mail drinne steht, weil die privat ist und vor allem auch geheim ist. Ja, aber so viel kann ich sagen. Ich verstehe manche Menschen nicht, wie die nur so lügen können. Ne? Da kommt so ein Bullshit, so ein Blablabla aus der, so richtig hier aus vollem Hals raus. Ne? Da wird gelogen, bis sich die Balken biegen. Ne? Wo du echt denkst, wie können die Menschen nur mit so einem Rückgrat, ne, mit so einem ekelhaften, widerwärtigen Rückgrat draußen auf der Straße frei rumlaufen? Dass die nicht verhaftet gehören bei so viel Bullshit, ne, die erzählen. Und dann eine Lüge nach der anderen. Wirklich eine Lüge, dann wieder eine Lüge und dann wieder eine Lüge, ne, wo du echt denkst, oh, mit so einem Bullshit muss ich mich den ganzen Tag befassen. Wirklich. Also mir wäre es lieber, wenn diese Leute mal so richtig auf die Schnauze fallen, damit diese Leute endlich mal verstehen, was sie mit ihren Lügen alles so anrichten. Ich sag euch, Karma. Karma kriegt am Ende jeden. Egal wie lang es dauert, ob 10 Jahre dauert, 20 Jahre dauert, aber irgendwann kommt's Karma und das klatscht euch weg. Ich sag's euch. So, ich werde jetzt eine Tasse Kaffee trinken gehen. Und dann werde ich was essen und dann melde ich mich vielleicht irgendwann im Laufe des Tages nochmal wieder. Hallöchen, liebe Community. Es ist Dienstag. Oh, ich komme schon voll mit den Tagen durcheinander. Ja, ich stand heute 10 Minuten vor meinem Auto und konnte den Schlüssel nicht reinmachen, weil das alles so schön zugefroren war. Wir hatten gefühlte minus 14 Grad draußen. Ich habe meinen Arsch abgefroren. Dann war ich endlich auf der Arbeit. Habe ich die Autotür nicht mehr zubekommen. Wie gut, dass ich Feuerzeug dabei hatte. Ja, das war dann so mein Morgen. Der war leicht chaotisch heute Morgen schon. Und chaotisch und chaotisch. Und ja, das sagte ich, glaube ich, gerade. Und es ist so kalt. Meine ganze Fingernägel gingen kaputt. Naja. Ich habe mir jetzt endlich überlegt, was ich essen soll. Und heute Abend gibt es Curry. Ja. Also musste ich jetzt noch mal eben los und muss Currypaste holen. Und ich hoffe, dass sie Currypaste da haben, weil die haben nämlich den Supermarkt neu strukturiert. Ich hasse es ja, wenn man in den Supermarkt geht und seine Produkte nicht findet, weil die alles umstrukturiert haben. Kennt ihr das? Das hat man so, wenn man älter wird. Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich das auch mal sage. Aber meine Kollegen haben es neulich auch erst gesagt, ne? Ja, das ist halt so, wenn man älter wird.
Ich so, ja, okay. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall in den Supermarkt gehen und werde meine Produkte suchen. Bis später. So, ich war einkaufen. Ihr werdet es nicht glauben. So ein ganzer Eimer, ne? Heidelbeeren. 2,22 €. Das habe ich noch nie gehabt. Da sind 700 Gramm drin. 700 Gramm für 2,22 €. Der Hammer. Und ihr wisst ja, wie das so schön ist. Nur mal eben kurz einkaufen. Dann hat man dies hier gekauft, das hier wieder gekauft. Gemüse und Gemüse. Und meine Tasche, die da unten steht, ne, da, die wollte er gar nicht sehen, weil die ist voll. So, ich werde jetzt nach Hause fahren und dann werde ich ein Süppchen kochen. Weil ich habe nämlich Heißhunger. Deswegen soll man nicht einkaufen gehen, wenn man Heißhunger hat. So. Hi, willkommen auf Mittwoch. Der Flug ist diese Woche komplett langweilig, weil ich habe absolut nichts Produktives gemacht in diese Richtung. So, ich drehe euch mal so ein kleines Stück. So. Ja. Eigentlich habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Ich kann auch großartig gar nichts erzählen. Ich habe mir auch nichts vorgenommen. Der Dezember ist so etwas, ja, ruhig und vor allem auch schleichend. Ich habe auch keine Lust, den Dezember großartig mit Trada und Rummel zu verbringen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe mal darüber nachgedacht, ich wollte eigentlich einen Weihnachtsmarkt besuchen, ne? Mir ist aufgefallen, dass die irgendwie alle schon stattgefunden haben. So eine Woche vor Weihnachten, so, ne? Weil mir fällt auch keiner mehr ein, der jetzt noch Weihnachtsmarkt hätte. Ich habe es dieses Jahr total verschlafen und verpennt. Naja, ich habe ja noch die Hoffnung, dass ich vielleicht nächstes Jahr mal an einem Weihnachtsmarkt wieder dran teilnehme. Ich habe es nämlich tatsächlich komplett verschlafen. So. Ich hänge jetzt noch ein bisschen Wäsche ab. Meine Wäsche braucht nämlich hier in meinem Badezimmer mindestens eine Woche, bis sie komplett trocken ist. So, das nehme ich gleich mal mit. Das lege ich erstmal hier hin. Hier sind noch Socken drunter. So, kleines Update. Ich habe ja Urlaub eingereicht, weil ich eigentlich nächste Woche Urlaub haben wollte. Ja, aus dem Urlaub wird nichts, weil ich viel zu spät dran war mit meinem Urlaub. Und jetzt muss ich bis Weihnachten arbeiten, bis zum 23. und habe dann erst frei. Ja. Das heißt, ich habe nur eine Woche anstatt 2 Wochen. Und jetzt muss ich halt mal gucken, was ich mache. Weil ich hatte so einiges geplant. Weil ich muss ja das neue Jahr vorbereiten. Ich muss ja neue Blogartikel schreiben. Moment, hier ist es dunkel. So, ich muss ja neue Blogartikel schreiben. Und dann muss ich ja noch meine Buchprojekte planen. Und dann muss ich meine Kooperationen, muss ich auch noch irgendwie planen. Ich strukturiere das immer so ein bisschen, also das ganze Jahr über, damit ich nicht immer alles auf einmal erledigen muss, damit ich immer mal so auch einen Stapel Arbeit in meinem Urlaub abarbeiten kann, damit das halt nicht immer alles so stressig ist. Das hat bis jetzt in den letzten Jahren immer sehr gut funktioniert und das wollte ich auch dieses Jahr wieder handhaben.
So. So, ich habe euch ein Update zu meinem Urlaub gegeben, dann zu meinen Projekten. Ich muss den Jahresrückblick muss ich noch fertig machen. Und dann muss ich mal gucken, welche Projekte ich im nächsten Jahr machen möchte und welche ich dieses Jahr angefangen habe, aber nicht abgeschlossen habe, weil es gibt einige Projekte, die ich zum Beispiel dieses Jahr überhaupt nicht abgeschlossen habe. Naja, aber das machen wir gleich. Ich gehe dann gleich mal ins Büro. So, vorab ein Update. Ihr wisst ja, ich benutze die von Nature Love, die Probiotika. Das ist ja dieses Kulturenkomplex mit Bio-Inulin. Dieses hier. Und ich wollte nur ein kleines Update geben. Da sind 20 Milliarden Kolonien drin in diesen Tabletten. Die sind sehr, sehr gut. Also jeder, der seine Darmflora aufbauen möchte, der ist mit diesen Tabletten sehr gut bedient. Sonst würde ich sie nicht empfehlen. Da sind auch nur pflanzliche Stoffe drin. Ist ein Nahrungsergänzungsmittel, deswegen soll man damit vorsichtig sein. Da sind 180 Tabletten drin, hält locker 3 Monate. Also ich nehme jeden Morgen 2 Stück für den Anfang, für die ersten 13, 14 Tage. Also ich habe den 20 Tage genommen, 2 Tabletten täglich. Und ansonsten brauche ich immer nur noch eine davon. Das ist sehr gut für alle, die ihre Darmflora wieder aufbauen wollen, nachdem sie vielleicht längere Zeit krank waren oder Antibiotika nehmen musste oder anderweitige Tabletten. So, ich hatte Probleme mit Nahrungsmittelunverträglichkeit, mit Allergien und hatte 2021 eine Magenblutung. So, ich musste einiges reparieren und habe mich dann dazu entschieden, eine Darmflora-Aufbaukur zu machen. Und dafür habe ich halt die Probiona von Nature Love genommen. Und die sind sehr gut, die kann ich nur empfehlen. Ich würde sie mir auch wieder kaufen. So teuer sind die auch gar nicht. Die kosten 22, 24 Euro. Also sehr gut, sehr verträglich. Vor allem, sie sind vegan. Also die haben keine Rinderhülle. Ihr wisst ja, wie sehen diese Tabletten aus? So, die Tabletten, die sehen... Moment. Die sehen so aus. Die Tabletten und diese Hülle hier, die ist komplett vegan. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass sie irgendwie aus Rindergelatine ist. So, dieses kleine Update wollte ich euch geben. Mein Gesundheitszustand hat sich drastisch verbessert. Ich habe weniger Magenschmerzen bzw. Schmerzen weiter unten. Ich kann sogar wieder ein paar Lebensmittel essen, die ich vorher nicht vertragen habe. Meine Energie, die flutet wieder. Und ich kann sogar einen kompletten Tag wieder komplett wach sein. Ich muss nicht mehr den ganzen Tag auf der Couch liegen und schlafen, weil ich irgendwie müde und erschöpft bin. Sondern es tat meinem Körper richtig gut, diese Aufbaukur zu machen. Das nur dazu. So, jetzt gehen wir ins Büro und dann beantworte ich noch ein paar Fragen. So, hier mache ich die Tür zu, Licht aus, Büro, jetzt wird es wieder dunkel. Halalala, guck mal, wie dreckig das hier ist. Hier stehen die ganzen Kartons, eBay-Kartons, falls jemand auf eBay irgendwas kaufen will. So, ja. Hier ist übrigens meine Hülle drinne für den Christbaum. Und hier in dem großen Paket ist nämlich schon ein Weihnachtsgeschenk für mich drinne. Ja, ich habe mir selber Weihnachtsgeschenke dieses Jahr gekauft und dachte mir, so what, ich beschenke mich einfach selber. Ich brauche niemanden in meinem Leben, der mir Geschenke kauft, weil ich kann es mir auch selber leisten. Ich kann mir selber ein schönes Weihnachten machen und ich kann mir meine Geschenke selber kaufen. Und dann kaufe ich mir das, was ich haben möchte, was ich schön finde. Natürlich kann man nicht endlos shoppen gehen, aber so 1 oder 2 kleine Details, ideal. So, das packe ich gleich aus, wenn ich mich bei euch verabschiede. Aber erstmal vorweg so ein paar Einzelheiten. So, jetzt zu den Updates. Und zwar hatte ich ja Projekte angefangen
Und zwar war das zum einen ja die Online-Kurse. Die habe ich im Jahr 2022 nicht fertiggestellt. Ich habe im April habe ich angefangen, darüber zu reden, auch auf YouTube mit meiner Community, also mit euch. Und ja, ich habe dann angefangen, habe einen Großteil fertig gemacht, habe es aber dann nicht zu Ende gebracht, dann bin ich umgezogen. Ja, jetzt haben wir Dezember. In 2 Wochen beginnt das neue Jahr, in 2 Wochen. Ich bin nicht damit fertig geworden, weil ich es irgendwie habe schleifen lassen und ich es auch nicht fertiggestellt habe. Und das ist auch so ein Punkt, den ich nächstes Jahr ändere. Das heißt, wenn ich eine Sache anfange, bringe ich die Sache zu Ende, bevor ich ein neues Projekt anfange. Also kein Hin- und Her-Hops mehr. So, diese Online-Kurse möchte ich auf jeden Fall fertigstellen, weil ich sie ergänzend zu meinem Online-Blog sehr, sehr gerne hätte. Und es wäre eine Bereicherung für meinen Online-Blog. So sehe ich das Ganze. Das heißt, das möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch auf der To-Do-Liste stehen haben. Und da mache ich auf jeden Fall nächstes Jahr weiter. KDP. Ich habe meine Bücher erstellt. Einige verkaufen sich, einige verkaufen sich nicht. Das Fazit nach circa 6 Monaten KDP ist, dass es sich nicht so rentiert, wie es ja in YouTube vorgestellt wird. Es heißt ja, in 90 Tagen zum KDP-Business, das ist halt Punkt 3. Ich habe 90 Tage lang Bücher erstellt, Covers erstellt, Bücher komplett designt, Tagebücher, Dankbarkeitstagebücher, Meditationstagebücher etc. pp. Ich habe sie auf KDP hochgeladen. Alles sieht schön aus, aber der Punkt ist, ohne Bewertungen kommt man da leider nicht weiter. So, ich habe gesagt, dass ich die 90 Tage KDP sehr gerne auf YouTube präsentieren möchte. Ja, das ging leider wegen dem Equipment nicht. So wie ich das gemacht habe, so wie ich mir das vorgestellt habe, konnte ich das leider nicht umsetzen. Das liegt aber nicht daran, dass ich keine Lust dazu hatte, sondern es liegt halt einfach am Equipment-Mangel. Ja, das Equipment war nicht so, wie es sein soll, damit man das professionell vorstellen kann, beziehungsweise dass man irgendwie einen Nutzen davon hätte. Das liegt aber mehr an der Qualität, die ich nicht erzeugen konnte, als die Nicht-Lust, die ich nicht hatte. So, das wollte ich damit sagen. Mit dem KDP-Business. Ich werde das ein oder andere Buch noch erstellen, aber ich werde das nicht mehr so exzessiv machen, dass ich wirklich 7 Tage die Woche davor sitze. Weil bei dem KDP ist das so, die Bücher, die erstellt werden, die brauchen halt Bewertungen. Und ohne Bewertungen läuft das nicht. Das heißt, ich kann 200 Bücher da drin haben. Niemand wird diese Bücher kaufen, wenn da keine Bewertungen drin sind. So, und diese Bewertungen muss man erstmal kreieren. So, und dann muss man erst ein Fazit ziehen, läuft es oder läuft es nicht anhand der Bewertungen, die reinkommen. Und dann kann man überlegen, ob man damit weitermacht. Das heißt, KDP ist nächstes Jahr definitiv nicht auf meiner To-Do-Liste. Das nehme ich erstmal an den Seitenrand, weil es hat keine Priorität. So, zum vierten Thema, Bücher schreiben. Ich hatte 2 Bücher angefangen, beziehungsweise 3 Bücher, dann waren wir bei 4 Büchern, dann waren wir bei 5 Büchern. 5 verschiedene Bücher, die ich angefangen habe, die auch irgendwo auf meinem Laptop liegen, in einer Datei, wo schon Texte drinne stehen, komplette Texte, oder wo ich nur das Inhaltsverzeichnis geschrieben habe, oder wo ich das erste Kapitel geschrieben habe und dann aufgehört habe. Zum Beispiel Jack ist so ein Buch. Ich habe 2222 Wörter geschrieben in Jack. Dann habe ich, wie hieß das Buch noch? Irgendwas mit Storm, 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 bla bla bla. Da habe ich auch ein paar tausend Wörter geschrieben und habe dann aufgehört. Wenn man bedenkt, dass ich zwischen 50 und 80.000 Wörter brauche, fehlen mir ja nur noch circa 50.000 Wörter. Also 48.000. Die will ich nächstes Jahr auf jeden Fall fertigstellen. Das heißt, ich werde mir ab Januar werde ich mir Zeit dafür nehmen. Dann nehme ich mir ein einziges Buch raus, nur ein einziges. Und dann werde ich das von vorne nach hinten komplett durchziehen. Und es wird nur noch ein einziges Projekt gestartet im Januar.
Und das wird dann knallhart durchgezogen. Und dann gibt es auch nichts anderes mehr. Ich mache mal eben kurz das oder ich mache mal eben kurz das und dann muss ich ja mal eben noch kurz das machen. Nein, gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Nächstes Jahr setze ich eine Sache auf die To-Do-Liste und dann wird das durchgezogen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen für nächstes Jahr. Weil ich möchte diese Bücher tatsächlich zu Ende schreiben. So, Online-Shop. Ich überlege die ganze Zeit schon, welches Shop-System ich nehmen soll. Ich gucke nach neuen Lieferanten, damit ich meinen neuen Online-Shop wieder gestalten kann. Gestaltet sich nicht gerade so einfach, weil ich bin mit den Software meist nicht zufrieden. Dann bin ich mit dem Equipment dieser Software nicht zufrieden. Dann gibt es Empfehlungen, wo man mir eher von solchen Softwaren abrät, weil sie zu kostenintensiv sind. Kostenintensiv will ich nicht. Dann will ich lieber was Einfaches haben, was Strukturierteres haben, was mich auch weniger Geld kostet. Ja. Und dann möchte ich wieder mit meinem Online-Shop starten. Es ist zwar nicht der Online-Shop, den ich eigentlich ursprünglich haben wollte, aber ich sag mal so, durch die ganze Veränderung, dadurch, dass es auch sehr kostenintensiv war die letzten Jahre, muss ich da halt ein bisschen zurückstecken und sagen, ich muss erstmal klein wieder anfangen und muss mir wieder langfristig was aufbauen. Und dafür gibt es halt die T-Shirts und Hoodies und Pullover im Sortiment. Und ich plane das gerade jetzt so ein bisschen im Dezember. Habe ich mir aber auf die To-Do-Liste gesetzt, dass ich das bis März fertig habe, den Online-Shop-Projekt. Ob das dann auch tatsächlich so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, ist natürlich eine andere Frage. Ja, dann gibt es noch die ganzen Kooperationen. Ich habe ein paar Kooperationsanfragen und stehe da gerade so in Verhandlung, weil ich möchte nächstes Jahr ein bisschen mehr Kooperation machen. Corona ist jetzt vorbei. Die Leute haben sich teilweise wieder erholt, gehen wieder auf die Leute zu und fragen, hey, hättest du nicht Lust? Und klar habe ich Lust. Und natürlich würde ich das sehr gerne machen. Das heißt, da wird dann auch wieder ein paar schöne neue Projekte kommen, sofern diese Verträge dann tatsächlich auch zustande kommen. Das ist natürlich immer so eine 50-50-Chance. Deswegen möchte ich das auch gerne noch auf die To-Do-Liste setzen. So, und dann komme ich noch zu privaten Sachen. Das ist Punkt 6, die Namensänderung. Ja, Namensänderungen sind kompliziert und sehr, sehr schwer in Deutschland. Es ist aktuell so, dass so eine Namensänderung locker 18 Monate beträgt. Das ist nicht ganz so einfach. Man muss ganz viele Kriterien erfüllen. Da gibt es so einen gewissen Standard, den man erfüllen muss. Und man muss sehr viele Dokumente besorgen, die auch Geld kosten. Also eine Namensänderung kostet einiges. Und bis man die Dokumente zusammen hat, rennt man einige Monate dahinterher. Also nicht, dass ihr denkt, ja, die hat mal in irgendwelchen Videos erzählt, die will ihren Namen ändern. Und ja, bis heute ist da immer noch nichts geschehen. Nee. Also ich schätze mal, dass wir uns in 1,5 Jahren wiedersehen, sprich nächstes Jahr im Dezember 2023. Bis dahin wird sich das definitiv ziehen. Also da wollte ich euch nur ein kleines Update geben, wie kompliziert das ist. Nicht, dass ihr denkt, die redet einfach nur und macht nichts. Nein, ich halte euch schon auf den Laufenden. Nur es ist halt, ja, mal hier so ein kleines Dokument. Dann da wieder ein kleines Dokument, dann da wieder eine Notiz und es dauert halt. Ich habe auch für die nächsten Schritte, habe ich auch erst im Februar einen Termin. Und ich habe dieses Jahr 2022 auch keine Termine mehr bekommen. Da ging es nämlich um ein Dokument, das ich noch benötige. Ich kann zwar jetzt im Einzelnen nicht darauf eingehen, aber es ist halt so ein Dokument, das ich halt benötige. Ja. Und das zieht sich. Also ich werde nächstes Jahr im Dezember 23, kann ich euch dann komplett ein Update geben. Nur bis dahin wird es sich leider hinziehen. So, das waren jetzt 6 Punkte, die ich mit ins nächste Jahr nehme, die ich dieses Jahr nicht mehr gemacht habe.
Und ihr seht, ich habe wieder einige Projekte, ich habe wieder sehr viel zu tun. Und dann wollen wir mal abwarten, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich möchte auch nicht sagen, ich will mir Ziele setzen und dann sagen im Februar, ja, tut mir leid, habe die Ziele leider nicht erreicht. Ja. So, jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer werde ich dann dieses schöne Geschenk auspacken, das ich mir selber gegönnt habe. Das ist nämlich ein Rock für den Tannenbaum. So, wir gehen jetzt erstmal ins Wohnzimmer. Da sitzt er. So. Ihr seht, mein Tannenbaum leuchtet schon so schön und im Hintergrund seht ihr Kerzen. Oh, ich liebe Kerzen. Wirklich. Also wenn ich abends hier auf der Couch liege und ich gucke Fernsehen, es müssen prinzipiell müssen Kerzen an sein. Ich liebe Kerzen. So, jetzt machen wir das Paket auf. Auf jeden Fall auf. Und das ist jetzt dieser Reifrock. Also ich dachte ja, 90 cm würden ausreichen. Naja, es sieht relativ klein aus. So, so sieht das jetzt aus. Der liegt jetzt hier schön drunter. Ich hätte ihn eine Nummer größer kaufen sollen. Aber na gut. Beim nächstes Jahr weiß ich es und vielleicht kommt nächstes Jahr ja noch etwas dazu. So, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich so auf meinen Urlaub. Leider kann ich nächste Woche nicht in den Urlaub, weil da schon zu viele im Urlaub sind. Aber in der Weihnachtswoche und Silvesterwoche habe ich definitiv Urlaub, weil da die Firma komplett zu ist. Und dann kann ich mich um meine Projekte kümmern, weil ich wollte ein bisschen schreiben. Nur ich habe bis jetzt irgendwie die Motivation nicht. Im Dezember ist irgendwie alles so ein bisschen ruhig, so ein bisschen chillig, so relaxed. Und man muss das ja auch mal haben, nachdem das Jahr so stressig war. Ne? So, jetzt habe ich einiges von mir erzählt. Ihr habt ja gemerkt, es ist total langweilig jetzt in den letzten 3 Tagen gewesen. Und ja, nächste Woche läuft es vielleicht besser im nächsten Vlog. Da habe ich dann vielleicht wieder ein paar Sachen, weil ich wollte nämlich unbedingt die Kräuterbutter selber machen und wollte Zwiebelbutter selber machen, schon mal für Silvester. Und da habe ich ja auch diese kleinen neuen Glasschälchen gekauft. Ich hatte nur jetzt wegen der Frühschicht keine Lust und so. Und da dachte ich mir so, machst du es am Wochenende, weil am Wochenende habe ich frei, Samstag, Sonntag. Und ja, das steht wieder auf dem Plan. Also Einkaufen steht auf dem Plan. Und zweitens, die Dosen voll machen mit Butter für Silvester. Weil ich habe mir nämlich ein schönes Weihnachtsgeschenk gekauft. Aber das werde ich dann hier unterm Baum legen. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns am Montag. Montag und Donnerstag, 19 Uhr, YouTube. Habt ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.